Keine Angst vor Hanf. So heißt ein kleines Buch, was ich Anfang des Jahres gemacht habe. Es ist jetzt mehr als 20 Jahre her, das Buch von Jack Herer und mir, Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, erschienen ist. Und damals, vor 20 Jahren, 1994, habe ich mit Jack eine große Lesetour durch Deutschland gemacht. Wir waren in allen großen Städten, sehr große Veranstaltungen, teilweise 400-500 Leute, die zu den Vorträgen oder Lesungen gekommen waren. Und viele hatten das Buch schon gelesen, was ein Jahr vorher erschienen ist. Und ich hatte damals die Ansage gemacht, so auf der Bühne, ja, in diesem Jahrtausend werden wir die Legalisierung nicht mehr erleben. Und die Leute, die das Buch gerade frisch inhaliert hatten, die haben gesagt, ja, das ist aber pessimistisch. Also wenn man das hier alles wahrnimmt, die Nutzpflanze Hanf, der medizinische Sektor, die ganze Geschichte, wie es verboten worden ist, das ist doch alles so klar hier dargelegt und dokumentiert. Da kann doch kein Mensch, der irgendwie halbwegs bei Verstand ist, weiter für ein Verbot und für eine Prohibition sein. Also, die Leute fanden 94 das optimistisch, waren optimistisch, dass das jetzt innerhalb der nächsten 5 Jahre spätestens alles passiert, dass Hanf wieder richtig rehabilitiert wird. So, und jetzt ist das 20 Jahre her und es ist immer noch, zumindest bei uns hier in Europa, sehr wenig passiert. In Amerika, das haben wir ja hier schon auch auf der Konferenz gehört und wenn man noch hört von Ed Rosenthal und anderen, ist ja jetzt mit Volksabstimmungen einiges geschehen und in Kalifornien fing es 94 an, nachdem wir hier die Lesereise immer gemacht haben, bin ich mit Jack nach Hause, nach Kalifornien und da war er ja einer der Hauptcampaigner für die Medical Marihuana Volksabstimmung, die dann 96 in Kalifornien erfolgreich war, die allererste. Mittlerweile sind 20 Bundesstaaten, die da nachgezogen sind und es werden jedes Jahr mehr. Und wir haben damals da auch in Venice Beach in Los Angeles, hat Jack 20 Jahre lang seinen Informationsstand gehabt und da Flugblätter verteilt und die Leute haben damals auch noch gesagt, ach ja, naja, ihr seid irgendwie Hippies und Freaks und ihr wollt nur Ruhe vor der Polizei haben. Wir haben ja eben gesehen an dem vollen Saal, wie interessant das Repressionsthema noch immer ist und wie viele Leute von diesem Schwachsinn betroffen sind. Also ihr wollt ja nur in Ruhe kiffen und das mit der Medizin ist ja euch nur ein Vorwand. Das war ein Argument, was man damals auch in Kalifornien vor der Abstimmung oft hörte. Und da hat sich ja jetzt nun wahrlich einiges geändert, aber in der Gesetzgebung und auch hier bei uns noch immer sehr wenig. Und das Buch heißt Keine Angst vor Hanf, was so ein bisschen paradox scheint, wenn Sie sich hier die Messe angucken und die Konferenzen. Hier ist ja niemand, der Angst vor Hanf hat. Im Gegenteil. Ja, die Leute sind ja begeistert von Hanf und scharf auf Hanf, also die haben keine Angst davor, die Menschen, die hier diese Veranstaltung besuchen. Und ich habe dem Buch aber trotzdem den Titel gegeben, weil ich mich gefragt habe, wie kommt es denn, wenn alle guten Argumente, also alle rationalen und vernünftigen Argumente auf dem Tisch liegen, dass die Prohibition nicht funktioniert, dass Hanf ein wertvoller Rohstoff ist, den man fördern muss, statt ihn bürokratisch und sonst wie daran zu hindern, sich zu verbreiten, dass Cannabis als Droge kein gefährliches Produkt ist, was man mit Gefängnis und Repression und so weiter bestrafen muss und so weiter und so weiter. Die Argumente liegen auf dem Tisch. Wir wissen, dass die Prohibition von Drogen im Ganzen, aber von Cannabis im Besonderen nichts bringt, dass sie kontraproduktiv ist und trotzdem wird sie weitergemacht. Also die guten und rationalen Argumente für ihr Ende dringen einfach nicht richtig vor.
Und wenn man sich fragt, warum ist es so, warum können Politiker und auch Journalisten, Autoren, wer immer, immer noch damit punkten, dass sie Angst machen. Ja, wenn wir das legalisieren, dann öffnen sich quasi die Tore der Hölle und das ist der Untergang des Abendlands. Also ich habe hier noch ein Zitat irgendwie von Edmund Stoiber, der war mal Ministerpräsident in Bayern und der hat 1998, also noch nicht so lange her, gesagt, ja, wer die Legalisierung von Cannabis fordert, nimmt den Tod tausender junger Menschen in Kauf. Also sowas kann und konnte ein Politiker sagen und damit auch noch eine Mehrheit von Wählerstimmen gewinnen und kriegen, ohne dass man ihn wegen Schwachsinnigkeit sofort aus dem Amt entfernt. Ja, beziehungsweise zwei Männer im weißen Kittel bringt und ihn vorsichtig in eine Irrenanstalt schafft, weil das ist natürlich völlig irre, aber es funktioniert. Und wir haben die Prohibition immer noch, das Verfassungsgericht, jetzt auch 20 Jahre Jubiläum, das Bundesdeutsche hat 94 in seinem berühmten Haschisch-Urteil ja festgestellt, dass die Prohibition von Cannabis gerade noch so vom Strafgesetz zu decken sei, also das sei noch so in Ordnung, so ganz klar sei die Harmlosigkeit ja nun doch nicht und deshalb dürfe man noch als Staat da eingreifen, aber schon damals ja verlangt, dass der private Konsum eine sogenannte Mindestmenge straffrei bleiben soll. Da haben sich bis heute die Bundesländer nicht auf irgendeine Regelung einigen können und es existieren da sehr große Schwankungen von Nord nach Süd auch in Deutschland und was entsprechende Folgen hat, je nachdem wie viel man in der Tasche hat oder bei einer wie hier eben zitierten Hausdurchsuchung gefunden werden, je nachdem wird man dann bestraft. Und selbst das Verfassungsgericht hat festgestellt, die Kriminalisierung von Cannabis, die kann man gerade noch so dulden verfassungsrechtlich, aber eigentlich ist die schon überholt. Ein Richter hatte damals auch schon ein Minderheitenvotum abgegeben und hatte gesagt, das geht nicht mehr, das müssen wir legalisieren und regulieren. Mittlerweile, und das war auch ein Grund, und ich habe es hier mit dem Buch abgedruckt, haben 130 deutsche Strafrechtsprofessoren eine Petition an die Bundesregierung eingereicht, die ist auch hier im Anhang noch drin, dass sie, und das sind ja nur die Spezialisten und Experten und Wissenschaftler in der Kriminalitätsbekämpfung, wie effizient und wie gut sind unsere Gesetze und unsere strafrechtlichen Vorschriften bei der Bekämpfung von Verbrechen. Und diese Wissenschaftler, diese Experten stellen fest, die Prohibition, das Verbot von Cannabis funktioniert nicht in Holland, wo es erlaubt ist, seit 25 Jahren kiffen auch weniger Jugendliche und Kinder. Also auch das Argument, dass das dem Gesundheitsschutz dient und wir die Jugend vor gefährlichen Substanzen schützen müssen, ist nicht valide. Also die Strafrechtsprofessoren fordern die Regierung auf, die Betäubungsmittelgesetze insgesamt zu Drogen, aber im Speziellen zu Cannabis zu überprüfen. Und das ist schon ein ganz entscheidender Schritt. Vor 40 Jahren, als ich studiert habe und an der Universität war, haben wir Studenten die Legalisierung gefordert und die Professoren haben mit dem Kopf geschüttelt. Jetzt fordern es die Professoren selber, und zwar die Juristen. Die sind nicht immer unbedingt die fortschrittlichsten Wissenschaftler, wie wir wissen, an den Universitäten. Also da ist durchaus was in Bewegung. Die Bundesregierung ihrerseits hat es bisher noch nicht für nötig befunden, sich mit dieser Petition zu beschäftigen oder gar darauf zu antworten. Die Juristen legen ja auch einige Argumente vor, warum sie für eine Reform plädieren und bieten an, da ihren juristischen Sachverstand in eine Neuordnung der Gesetze fließen zu lassen. Aber wir werden darauf eine Antwort bekommen. Spätestens, wenn wieder Wahlkampf ist, wird das ein Thema werden. Und keine Angst vor Hanf heißt das Buch, weil ich die These habe, dass diese wirklich
in jederlei Hinsicht wieder ökonomisch, ökologisch, rational, vernunftgemäß widerlegte Politik der Prohibition, die nicht funktioniert, die destruktiv ist oder kontraproduktiv ist, dass die so fortgesetzt werden kann, dass immer noch so eine, ja, im kollektiven Unbewussten eine Angst da ist, die aller Rationalität zum Trotz nur geschürt werden muss und schon, oder getriggert, irgendwie ausgelöst und schon funktioniert. Ein Beispiel: im vergangenen Jahr kam die Meldung von den ersten zwei Cannabis-Toten. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es ging dabei um eine Studie eines Düsseldorfer Forensikwissenschaftlers, der also als Pathologe Todesfälle untersucht hat und sich irgendwie ein paar tausend waren es ungeklärte Todesfälle, die an der Universitätsklinik dort vorgekommen waren, in den letzten Jahrzehnten vorgenommen hat und die Akten studiert hat, was bei diesen Patienten sozusagen konstatiert war an, ja, Blut und sonstigen Symptomen und Daten, die über die Patienten gefunden waren, wo man nicht klären konnte, an was sind die gestorben, waren, sind aber trotzdem tot. Da hat er unter 5000 oder so zwei gefunden, bei denen Cannabis-Spuren gefunden worden waren, im Blut oder in den Tests da. Und er hat dann diese beiden Toten als Cannabis-Tote bezeichnet, oder die Presse hat das so gemacht. Er hat einen Aufsatz auch in einer wissenschaftlichen Zeitschrift für Pathologie oder Forensik veröffentlicht. Wir zitieren da hier auch die Quelle, können Sie nachgucken. Und dieser Aufsatz, der behauptet nun, ja, weil wir da nichts anderes im Blut gefunden haben als Cannabis, muss Cannabis die Todesursache sein. Da haben sofort andere Forensiker von der Charité in Berlin und von anderen Universitäten den Kopf geschüttelt und haben gesagt, so die Wissenschaftler das dann schön ausdrücken, hier wurde eine Koinzidenz mit einer Kausalität verwechselt. Also zufällig hatten diese beiden jungen Männer, waren das, die an einem plötzlichen Herzversagen gestorben waren, zufällig hatten diese beiden Männer Cannabis im Blut, und so ein plötzliches Herzversagen kann ja vorkommen, und es gibt es zwar selten, bei jungen Leuten noch seltener, aber das kommt vor. Und ja, der Cannabisbefund da, dass die am Tag vorher gekifft hatten, wurde dann als Todesursache in diesem wissenschaftlichen Aufsatz angeführt. Und die Nachrichtenagentur dpa hat das aufgegriffen, und diese Meldung ging dann um die gesamte Welt. Sie können das dann auf Google, da habe ich das mal nachverfolgt. Also das waren ja auch, wären auch die ersten zwei Hanftoten der gesamten Medizingeschichte. Außer den beiden, denen da so ein Sack auf den Kopf gefallen ist in dem Lied von Joint Venture, was Sie vielleicht kennen. Ja, das ist ja der eigentliche Hanftote. Aber ohne Scheiß, in der Medizingeschichte gibt es keinen schriftlichen oder sonst wie Befund, dass jemand an einer Überdosierung Cannabis ums Leben gekommen wäre. Und das wären jetzt die ersten beiden Fälle gewesen. Und statt dass dann, die Journalisten sind natürlich auch ein, ja, das Handwerk des Journalismus hat ja schwerst nachgelassen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, recherchieren da auch nichts nach oder stellen nicht mal eine kritische Nachfrage irgendwo, dass hier ein Zufall mit ja, dann einer Begründung verwechselt wird. Das sollte eigentlich jedem, der so halbwegs gesunden Menschenverstand hat, sofort auffallen. Warum es nicht auffällt, ja, das ist so ein typischer Fall, und dass so eine Meldung dann um die ganze Welt geht, mit Hunderten von Google-Einträgen, wenn man dann den Namen dieses Pathologen eingegeben hat und vielleicht noch einen englischen Begriff dazu, dann haben Sie gesehen, wie die Meldung Furore macht. Und warum funktioniert sowas immer noch? Weil es diese eben, ja, unbewusst vorhandene Angst triggert. Und wenn man sich anschaut, wo kommt die her, dann landet man bei einem guten alten Bekannten hier im Saale, Harry J. Enslinger, der in den 30er Jahren in den USA diese Cannabis-Kampagne, die Anti-Marihuana-Kampagne gestartet hat. Und ich behaupte, dass das eine der erfolgreichsten Propaganda- oder vielleicht sogar die erfolgreichste Propaganda-Operation aller Zeiten gewesen ist und immer noch ist. Enslinger hat es hingekriegt, eine uralte, in der Medizin und in der Landwirtschaft
bekannte, weltweit bekannte Pflanze in Verruf zu bringen. Er hat dazu zusammengearbeitet, wie man auch heutzutage am besten, wenn man jemanden in Verruf bringen will, mit der Boulevardpresse zusammenarbeitet. So hat er mit Randolph Hearst, das ist sozusagen der Axel Springer der Amerikaner gewesen, und dem gehörten ein Großteil der Zeitungen, mit dem zusammen hat er das Kunstwort Marihuana in den amerikanischen Sprachgebrauch eingeführt. Das stammt aus Mexiko und ist ein Slangwort, und so wurde Cannabis, Kraut, von den Mexikanern genannt. Enslinger und Hearst haben es aber geschafft, diesen Begriff Marihuana als eine völlig neue Droge, so wie wenn jetzt so eine Designerdroge, die irgendwie heißt, auf den Markt kommt und wo die Medien Gott weiß was für Geschichten zu schreiben, so haben sie es geschafft, Marihuana als so etwas völlig Neues zu etablieren und ja, diese Angstkampagne zu starten. Also man zieht einmal daran und wird sofort zum Mörder. Das Ganze war auch rassistisch stark grundiert, weil man die Schwarzen und die Latinos, die vor allen Dingen mit dem Kraut zu tun hatten, weil man die besonders mit Repressalien damit treffen wollte. Und es wurde behauptet, ja, so ein Schwarzer, der dann an so einem Reefer zieht, der vergewaltigt gleich die nächste weiße Nachbarin. Und diese ganze Kampagne über einige Jahre aufgebaut, hat dann tatsächlich dazu geführt, dass 37 der US-Kongress, ohne zu wissen, dass es sich bei dem Ganzen um Hanf handelt, um eine Pflanze, die seit Jahrhunderten dort auch in Amerika, aber überall auf der Welt angebaut wird und auch als Cannabis und Medizin tausende von Jahren bekannt, die haben ein Marihuana-Verbot erlassen. Das Ganze hieß auch Marihuana Tax Act. Und Harry Enslinger hat sich derart da reingesteigert, dass man ihn dann loswerden musste, dringend in den 40ern. Er war mega erfolgreich als Bürokrat, weil er es geschafft hat, ungefähr 8000 Beamte im Job zu halten. Die Alkoholprohibition war gescheitert. Nicht, weil weniger Alkohol getrunken worden wäre, das wäre ja ein Erfolg gewesen, der Prohibition. Die Alkoholrate in den USA hatte sich bis Ende der 20er, es gab so 12 Jahre lang die Alkoholprohibition, kaum verändert. Da an den Statistiken für Leberzirrhosen, eine klassische Alkoholikerkrankheit, kann man sehr einfach ablesen, was da los war. Und da gibt es also keine merkliche Veränderung. Auch ganz klar, es gab mehr schwarze Speakeasies, wie sie hießen, also illegale Kneipen zu der Zeit, als vorher legale. Und der einzige Unterschied war, dass statt der legalen Brauereien und Destillen jetzt kleine Gangsterbanden dieses Business übernommen hatten und aus denen in wenigen Jahren milliardenschwere Konzerne wurden. Die Mafia, ja, der Mob, Cosa Nostra, Koscher Nostra, wie die jüdische Mafia genannt wurde, die kleine Banden waren und die dann wirklich milliardenschwere Konzerne wurden. Und Ende der 20er stand dann irgendwo in Amerika in der Zeitung, ja, wenn wir noch 10 Jahre Prohibition haben, dann haben diese Banden den ganzen Staat übernommen. Die hatten etliche Landkreise, wo sie mit ihrem Geld alles bestochen hatten, die Politiker, die Polizei, und konnten ihrem Schmuggel- und Alkoholbusiness ohne Probleme nachgehen, verdienten irrsinnig damit. Und der Druck, das war der eigentliche Grund, dass die Prohibition abgeschafft wurde. Die Mafia und die Kriminalität wurde zu stark. Und jetzt waren aber auf einmal so 8000 Beamte Überhang, ja, und Enslinger, der vorher bei der Alkoholprohibitionsabteilung war, hatte die geniale Idee, wir fangen jetzt mit Marihuana an, dann können wir die Leute weiter beschäftigen, und hatte Randolph Hearst als Propagandisten. Und diese Propagandanummer, Cannabis, das Mörderkraut, Cannabis, die gewaltauslösende Droge, Cannabis, die Droge, die verrückt macht. Enslinger hat damals einige Ärzte, auch Psychiater und so, mit so bezahlten Gutachten an den Start gebracht, so Typen, die mindestens einen Doktortitel vorneweg hatten. Ob sie wirklich geforscht haben, war nicht so wichtig. Und die haben so eine Gefälligkeitsgutachten produziert. Und so wurde das Ganze in die Welt gesetzt und sozusagen dann vom amerikanischen Kongress auch abgestimmt.
Die Ärztevereinigung hat kurz zuvor sich das mal genauer angeguckt, noch bevor, ein paar Tage oder ein paar Wochen, bevor die Abstimmung stattfand, und hat gesagt, das ist ja Wahnsinn, es geht ja hier um Cannabis, das ist ja in den Apotheken gegen dies, das und jenes, also die ganzen medizinischen Indikationen, die ja auch bekannt waren damals und relevant waren, also Cannabis als Medizin war relevant, ja, das können wir doch nicht, und hat im letzten Moment noch einen Einspruch versucht, das sei doch hier eine uralte Medizin, die könnte man doch nicht einfach so mal schnell verbieten. Ist nicht gehört worden, die Medical Association und ihr Widerspruch, und das Ding wurde Gesetz. Enzlinger hat sich dann derart manisch da reingesteigert, er wollte auch diese ganzen Jazzmusiker ausrotten. Er hat ein Gutachten, wir haben das auch im Buch, in dem ersten großen Hanfbuch damals abgedruckt, dass hier Louis Armstrong und die ganze Blues- und Jazz-Szene, die Cannabis konsumierte. Es gibt ja etliche CDs, wo man sich diese alten Songs aus den 30ern und später anhören kann. Diese Leute, über die wurden Dossiers angelegt, die wurden bespitzelt, und ein großartiges Gutachten, so ein Pseudogutachten, was Enzlinger hatte anfertigen lassen, dann zu den Musikern, warum man die verfolgen müsste, auch diese ganze Musik, die sei satanisch und dämonisch. Das hätte damit zu tun, dass diese Musiker alle kiffen und dadurch könnten sie viel mehr Noten innerhalb von einem Takt unterbringen. Und deswegen sei diese Musik, die sei so, ja, dämonisch, und der müsste man, also, ist großartig, wir haben den Text da abgedruckt von Enzlinger, aber so, müssen Sie sich mal vorstellen, so haben die getickt damals, ja. Und er hat sich dann wirklich stark auch eingesteigert und wollte dann auf der ganzen Welt quasi die Hanfpflanze ausrotten, und hat sich dann dagegen gewehrt, dass im Zweiten Weltkrieg, weil man Seile brauchte und Segel brauchte und Textilien, dann staatlicherseits kurzfristig Hemp for Victory, auch ein Video, was Sie bei YouTube angucken können, dann staatlicherseits wieder den Hanfanbau propagiert hat, weil dann die Rohstoffe ausgegangen waren. Da hat Enzlinger schwer protestiert, hat weitergemacht mit seiner Kampagne, musste dann irgendwie weggelobt werden. Und wie das so ist bei berühmten Bürokraten oder verdienstvollen Bürokraten, er wurde zu einer Topstelle weggelobt, zu den gerade gegründeten Vereinten Nationen, und bekam da die Abteilung für Drogenbekämpfung und hat dann diese wahnsinnigen Gesetze, die er in Amerika mit dieser Angst- und Mörderkrautkampagne installiert hatte, dann in die gesamte UN übertragen. Und dann hat die Single Convention Anfang der 60er Jahre, wurde die unterschrieben von, ich weiß nicht, 128 Nationen. Das krönt sozusagen Enzlingers Lebenswerk, dass alle Staaten der Welt damals oder die maßgeblichen, die meisten, dann unterschrieben haben, dass Cannabis eine gefährliche Droge ist und die auf gar keinen Fall und so weiter. Und jetzt kann niemand mehr, hat er dann gesagt, irgendwo auf der Welt das legalisieren. Und als dann kurz vor seinem Tod, so Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, die ersten Forschungen rausbrachten, dass alle die Gutachten und alle die Dinge, die er damals benutzt hatte, um das Verbot zu erreichen, aus der Boulevardpresse stammten, dass das überhaupt kein valides, qualitätsvolles, wissenschaftliches Material war, sondern wirklich hanebüchene Stories, das rausgekommen war. Und dann hat Enzlinger so in so einem der letzten Interviews, die er gegeben hat, dann gesagt, ja, ist schon klar, sicher ist Marihuana eher harmlos, aber das Verbot hat gezeigt, wie man die Autorität des Staates stärken kann. Und das ist ein ganz wichtiges und zentrales Argument, glaube ich, auch wenn man sich fragt, warum gibt es immer noch eine Prohibition, die offensichtlich nicht funktioniert. Ja, wir haben hier die Zahl drin, so fängt ja auch das Buch an, es reicht. 130.000 Strafverfahren wurden 2012 in Deutschland wegen Cannabis geführt.
Und das ist ein völliger Irrsinn und Wahnsinn. Und wenn man sich die Statistik anschaut, wie das seit den 80er Jahren nach oben marschiert, also die Anzahl der Strafverfahren nach oben marschiert, und gleichzeitig dann mal guckt, was man ja machen muss, wenn man gucken will, ja, wie effizient ist denn eigentlich unsere Drogenbekämpfung und wie erfolgreich sind wir denn damit, dann sieht man, dass das überhaupt nicht hilft. Also die Zahl der Konsumenten in Deutschland hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt ungefähr. Das ist ja eine graue Ziffer, eine dunkle Ziffer, die man nur schätzen kann. Aber da gibt es so halbwegs glaubwürdige und brauchbare Schätzungen. Also die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten hat sich verdoppelt und die Zahl der Strafverfahren hat sich vervierfacht. Ja, irgendwas kann hier nicht stimmen. Also entweder sind die Strafverfahren ineffizient, dann müssen wir es doch lassen. Warum beschäftigen wir Polizei, warum beschäftigen wir Staatsanwälte, Richter und dann auch noch Vollzug am Ende mit einer Sache, die offensichtlich nicht funktioniert? Und warum machen wir weiterhin eine Politik in Sachen Cannabis, die offensichtlich auch nicht dazu führt, dass wir Leute vom Konsum abhalten, dass wir junge Leute vernünftig aufklären. Wir sehen ja, wie es jetzt im Zusammenhang mit Tabak zum Beispiel, wurden Werbeverbote durchgesetzt und die haben tatsächlich dazu geführt, dass weniger junge Leute anfangen zu rauchen. Und da kann man sagen, okay, das ist ein Wunsch der Gesundheitspolitik. Wir wollen, dass Jugendliche oder Kinder gar nicht anfangen, Zigaretten zu konsumieren. Deshalb verbieten wir Werbung und verbieten auch vor allen Dingen so Camel-Comic-Strips, die schon Achtjährige irgendwie antören auf Camel-Zigaretten. Und siehe da, da kann man sich die Statistiken anschauen, das ist ja seit einigen Jahren so, es funktioniert. Also es gibt Möglichkeiten und Mittel, den Konsum von Drogen oder von Genussmitteln, die gesundheitsschädlich sind oder sein können, zu reduzieren, ohne Repression, ohne Gewalt, im Falle von Tabak eben mit diesen Werbeeinschränkungen. Und wenn wir eine Regulierung des Cannabis fordern, und wo ich gerade die Tabakkonzerne erwähnt habe, wollen wir ja auf gar keinen Fall, dass irgendwie Philip Morris und Rensma und wie sie alle heißen, dann uns demnächst, also soweit ich weiß, hat sich Philip Morris schon den Namen Marley sichern lassen, für eine Marlboro-ähnliche Hanfzigarette. Das in meinen Augen, und da bin ich wirklich auch ja, vielleicht konservativ oder jedenfalls nicht marktliberal, sagen wir mal so, ja, das gilt es in meinen Augen zu vermeiden. Also wenn wir uns überlegen, dass wir Hanf jetzt für erwachsene Menschen freigeben und legalisieren, dann kann das nicht bedeuten, dass wir für Marley und die anderen Sorten, die dann kommen, einen völlig freien Markt auch mit der entsprechenden Werbung haben. Dann haben wir ja hier nur noch solche Bikini-Miezen rumlaufen, wie hier so einige, ja, oder die sind dann sogar halbnackt. Wenn das große Geld wird, ja, und die großen Konzerne damit ihre Milliarden machen und der entsprechenden Werbung. Also da würde ich sagen, nee, ihr Lieben, da machen wir mal gleich eine Regel vor. Und wenn Hanf-Cannabis legalisiert wird für Erwachsene, dann ist das verbunden mit einem Werbeverbot. Ich bin eigentlich grundsätzlich gegen für ein Werbeverbot. Also ich finde, wir könnten auch werbefrei leben. Also man soll seine Kunden schon informieren dürfen über seine Produkte, aber diese Penetranz, mit denen einem überall das entgegenknallt, aber das wird ja jetzt ein eher politischer, ich schweife ab. Ich will nur sagen damit, wenn wir für eine Regulierung oder Legalisierung des Cannabis, ich sage jetzt neuerdings besser Regulierung, weil wir wollen es schon reguliert haben und ich habe einen Punkt angesprochen, Werbeverbot muss sein. Wenn wir, wie der Handverband es fordert und andere Drogenfachgeschäfte
eröffnen, wo sich erwachsene Menschen Cannabis kaufen können, gegen Alterskontrolle und da eben keine 14-Jährigen ihr Blies kriegen oder ihr Gras, ja, dann muss man verhindern, dass diese Shops Werbung machen. Ja, das soll bekannt sein, wo die sind, und die sollen irgendwie auch informieren, und dafür müssen sie ja gerade existieren, damit die Leute auch besser über Cannabis, die Kunden besser über Cannabis informiert werden. Wenn sich die Konsumentenzahlen so erhöht haben, wie sie es getan haben, dann müssen wir doch dafür sorgen, dass verdammt nochmal endlich Verbraucherschutz, Konsumentenschutz realisiert wird, und dürfte es nicht dem schwarzen Markt überlassen. Das heißt, das, was in Drogenfachgeschäften oder auch in Social Clubs, hier gab es einige Veranstaltungen dazu, konsumiert wird, das muss schon einer gewissen Kontrolle unterliegen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Fall vor einigen Jahren in Leipzig, wo bleiverseuchtes Gras in den Umlauf kam, wo irgendwelche wirklich abgefuckten Menschen, kann ich nur sagen, sorry, auf die Idee kommen, da ihr Gras mit Bleiloch zu beschweren, damit es irgendwie mehr liegt. Das ist schon ziemlich krank, ja. Und das sind aber sozusagen Auswüchse eines völlig unkontrollierten schwarzen Markts. Und ich wohne in Kreuzberg in Berlin, direkt neben dem Görlitzer Park. Das ist schon immer mein Park. Da sind meine Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Jetzt gehe ich mit meinen Enkeln da spazieren. Und wenn Sie davon schon mal gehört haben, hat jetzt der grüne Stadtrat, Kreuzberg wird ja von einem grünen Bezirks, einer grünen Bezirksbürgermeisterin regiert, und die Grünen haben jetzt da gefordert, wir brauchen einen Coffeeshop im Görlitzer Park, weil die meistenteils schwarzen Asylbewerber, die da an den Eingängen freundlich, also ich habe noch nie ein Problem mit denen, ich kaufe da nichts, aber die stehen da den ganzen Tag und haben halt irgendwie ein Tütchen Gras hinten im Gebüsch versteckt. Und wenn einer irgendwie was für 20er kaufen will, dann kriegt er das. Und die Polizei hat gerade die letzten Tage, war die Statistik erschienen, im letzten Jahr, ich glaube, 297 Razzien dort durchgeführt. Also quasi jeden Tag eine, kann man so sagen. Merkt das, außer sonntags wird da eine Razzia durchgeführt, da kommen dann so 20, 30, 40 Polizisten an die vier Eingänge, überall so eine Wanne, die springen raus, die Jungs werden geschnappt, haben in der Regel nichts dabei, weil sie das irgendwo im Gebüsch liegen haben, und in der Zeitung steht, naja, bei einer Razzia im Görlitzer Park wurden so und so viele Leute festgenommen, einer hat dann auch manchmal keinen Asylantrag oder richtig irgendwie eine Aufenthaltserlaubnis, und die arme Wurst wird dann in irgendeine Abschiebehaft geschoben. Und die anderen stehen am nächsten Morgen oder zwei Stunden später schon wieder da. Ja? Und deshalb hat die grüne Stadtregierung gefordert, wir brauchen da einen Coffeeshop. Ich habe sofort gesagt, nein, auf gar keinen Fall will ich da einen Coffeeshop, weil das ist meine direkte Nachbarschaft. Der Park ist jetzt bei schönem Wetter schon ziemlich voll. Und stellen Sie sich doch mal vor, da jetzt den ersten Coffeeshop in Deutschland, da kommt halb Bayern, der fahren, das sind mir sowieso schon, also sag ich mal, als Berliner zu viele Touristen in der Stadt. Und jetzt kommen dann nochmal wegen dem einzigen Coffeeshop in Deutschland Tausende, also die würden bei mir ein bisschen die Straße Schlange stehen, ja, um da einzukaufen. Das geht auf gar keinen Fall. Wenn Görlitzer Park Coffeeshop, was unbedingt unterstützenswert ist, dann aber gar auf keinen Fall als einzigen. Da haben wir in Hamburg, hier Christian, auch noch so mindestens 10 Plätze, wo man sagen kann, da kann einer hin. Und in Berlin haben wir die auch und in Wien sicher auch. So muss das gemacht werden. Und dass das nicht passiert und dass es nicht geschieht, und dass wir mit den guten Argumenten, mit denen wir seit 20 Jahren versuchen, die Politik und die Gesellschaft zu beeinflussen und endlich eine Änderung der Gesetze hinzukriegen, dass wir damit nicht vorankommen. Das hat, glaube ich, eben mit dieser tiefen Angst zu tun bei vielen Leuten, die dann so ein Edmund Stoiber, der so einen Unsinn sagt, nicht irgendwie lachend und gröhlend von der Bühne pfeifen, sondern den nochmal zum Ministerpräsidenten wählen. Und viele andere Politiker, wir haben jetzt auch wieder so eine Drogenbeauftragte, so eine neue,
Da können Sie sich auch mal ein Interview mit der auf YouTube angucken, da kann man irgendwie auch nur den Kopf schütteln. Also die ist auch wieder Bock zum Gärtner zu diesem Job gekommen, versteht davon eigentlich auch überhaupt nichts und redet ja daher. Also wir nehmen die Politik eben auch nicht richtig ernst und also die große Politik nimmt die Drogenpolitik nicht richtig ernst. Und deshalb können die Leute immer noch mit so einem Schwachsinn reüssieren. Und ich habe schon oft Einladungen bekommen, ja, Herr Brückhaus, wir wollen gerne mit Ihnen über Gesetzesänderung, Reform, Legalisierung, Cannabis, Medizin, bla bla diskutieren, aber wir finden keinen guten Gegner. Also selbst... da sind schon ganz, haben Sie vielleicht eine Idee? Ich sage, naja, das ist ja nur Ihr Job, wenn Sie was veranstalten wollen. Ja, aber es gibt niemanden aus den Parteien, die das sozusagen offensiv vertreten. Ich war im letzten Jahr eingeladen beim Deutschen Strafverteidigertag. Also das sind genau diese, unter anderem Professoren, aber da waren auch viele Anwälte und Richter und andere, eben auch zum Thema, da war ein Topic mit verschiedenen Referenten zum Thema Betäubungsmittelgesetz und ich war eingeladen dort. Die Strafrechtler haben am Ende der Veranstaltung dann auch ein äußerst vernünftiges Papier gemacht und eben ein großer Teil von denen diese Petition an die Bundesregierung eingereicht, die ich anfangs angesprochen hatte. Und mein Vortrag auf diesem Symposium da war, die Ökonomie der Prohibition mal deutlich zu machen. Weil neben der sozusagen psychologischen Komponente, der Angst und dass man da immer im Unbewussten noch so leicht irgendwas triggern kann und mit dem alten mittelalterlichen Zeug da noch Ängste irgendwie hochkriegt, das ist das eine. Das andere ist aber auch, und die 130.000 Strafverfahren, die ich angesprochen habe, die sind jetzt übrigens, das ist auch interessant, unter Angela Merkel ein bisschen weniger geworden, unter Rot-Grün mit unseren mittlerweile olivgrünen Politikern, die sind ja auch für alles Militärische mittlerweile zu haben, deshalb nenne ich sie immer nur noch olivgrüne. Unter Rot-Grün gab es 180.000, ja, also es ist jetzt leicht entspannt an der Strafrechtsfront in Deutschland. Merkwürdigerweise, obwohl die CDU regiert, die ja an sich immer noch die Prohibitionsfahne schwenkt und hochhält und auch nichts anderes aber letztlich macht, und das entspannt mich dann wieder so ein bisschen auf mittlere, längere Sicht, als der große Bruder in Washington sagt und tut. Und in den USA ist es ja so, dass, und da sind die Amerikaner uns da vielleicht auch ja, ein Stück überlegen und voraus. Ihr Föderalismus lässt so ähnlich wie in der Schweiz ja immer noch Volksabstimmungen zu und die Bürger, ob sie denn State of Texas, of California, of Arizona oder whatever sind, die sagen, ja, wir sind ein eigener Staat und wir legalisieren verdammt nochmal jetzt Cannabis als Medizin. Das haben schon mehr als 20 gemacht, Colorado, Washington, jetzt auch, und Ed Rosenthal, der ja auch hier auf der Konferenz ist, sagt mir, sie bereiten jetzt die große Big Campaign für Kalifornien vor für 2016. Da wird es auch wieder einen Ballot geben. Da wird Ed, glaube ich, auch noch zu sprechen heute. Ich weiß gar nicht, also Ed Rosenthal wird dazu sicher noch einiges erzählen. Dass unsere deutsche Politik, die ja so, ja, doch schon so ein bisschen marionettenartig aus Amerika gesteuert wird, dass die dann doch irgendwie mal auch in der Hinsicht sich so ein bisschen anschaut, was der große Bruder da drüben macht. Die Republikaner und Demokraten sind sich ja dort auch nicht so richtig einig. Also auf Bundesebene ist Medical Marijuana immer noch nicht akzeptiert. Obama hat ja immerhin jetzt aufgehört mit dem, was die Bush-Administration
unverschämterweise getrieben hat, dass sie nämlich in den Staaten, wo legalisiertes Medical Marihuana existiert hat, dass sie dort dann ja, mit Razzien der Bundespolizei diese Dispensaries, also diese Grower, die dafür Patienten angebaut haben, gebastelt haben. Damit hat Obama immerhin aufgehört, ansonsten ist er ja eher auch in meinen Augen so Bush Light und macht ja international genau dieselbe grauenhafte Politik wie sein Vorgänger. Da ist kein großer Unterschied, ja, wie in Amerika überhaupt. Gore Vidal hat es ja mal so schön ausgedrückt, wir haben ein Parteiensystem mit zwei rechten Flügeln. Und das sind sozusagen die Demokraten und die Republikaner, die müssen sich halt abends immer so ein bisschen abwechseln, damit es nicht auffällt, dass es eigentlich da ein Parteiensystem ist. Aber die Bürger haben eben noch so ein bisschen mehr Power mit ihren föderalen Möglichkeiten, dort für ihre Bundesstaaten Gesetze zu machen, die auch Bundesgesetze brechen. Weil Medical Marihuana ist laut Bundesgesetz verboten, aber wenn die Bürger in den Bundesstaaten da aufstehen, und so ist die medizinische Legalisierung in den USA fortgeschritten. Und so müssen wir auch hier, es ist ja Günter Weiklein, der den Prozess hier im Wesentlichen führt um medizinisches Marihuana in Deutschland. Wir haben auch hier dazu ein kleines Kapitel drin und die Forderung, dass wenn überhaupt, also klar, wir brauchen die Legalisierung für alle, muss ich Ihnen nicht mehr weiter erklären, aber die für Patienten, die für Leute, die krank sind, dass die irgendwie bis zum Richter laufen müssen, um natürliches Hanfkraut, also Dronabinol, da kostet ein Fläschchen 120 Euro, das können sich viele gar nicht leisten. Die Indikationen, für die Cannabis als Medizin gebraucht wird und notwendig ist und wirksam, die sind bekannt und da ist sehr viel passiert. Und wenn ich unser Buch, was damals erschien, und mir Anrufe eingebracht hat, Herr Brückers, da sitzt jetzt hier ein Patient in meiner Praxis und will von mir Hanf verschrieben haben. Ich bin Arzt, Entschuldigung, ich habe noch nie ein Sternenswort davon gehört. Und ich habe auch noch Pharmakologie studiert und da haben Sie mir auch nichts davon erzählt. Ja, das war vor 20 Jahren noch so, weil es dieser Enzlinger-Wahnsinn geschafft hatte, Cannabis auch aus den medizinischen Lehrplänen und Büchern völlig zu verbannen. Also wie ein altes hier Hexenkraut oder sonst wie im Mittelalter, Cannabis war vergessen und das hat aufgehört. Und jetzt sind zwar längst noch nicht alle Ärzte darüber informiert, aber es hat aufgehört, dass es überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Es steht in den Lehrbüchern jetzt wieder drin, auch in den Pharmakopeen, also in den Büchern, die Medizinen auflisten. Und ich habe vor wenigen Wochen einen Workshop gemacht in der Schweiz, wo es speziell um das Medizinische ging, mit Franjo Grotenheim, dem Leiter des Arbeitskreises Cannabismedizin in Deutschland und mit einem Schweizer Arzt und Apotheker, der sich da beschäftigt. Und da ist deutlich geworden, es gibt im Moment keine Pflanze auf dieser Welt, die mehr im Fokus der pharmazeutischen Forschung steht als Hanf. Das ist faszinierend, was man da jetzt wiederentdeckt oder auch neu entdeckt, weil eben die Prohibition und diese Wahnsinnspolitik, die Enzlinger uns eingeimpft hat hier in unsere ganze Welt über die UN, dass Hanf gefährlich ist und dass man ihn bekämpfen muss. Das, was natürlich auch die ganze Forschung, Wissenschaft und so weiter behindert hat und ja, eliminiert hat, wie wir an dem medizinischen Beispiel gesehen haben, dass das jetzt sich quasi umgedreht hat. Und natürlich sind jetzt Pharmakonzerne dabei, das auch wieder zu versuchen, ein Stück zu monopolisieren, sich bestimmte Stoffe da raussuchen und die patentieren wollen und so weiter und so weiter. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Die wird es geben und die ist auch vielleicht sogar gut, weil die ganzen Cannabinoide, es gibt ja neben THC und CBD noch mehrere Dutzend weitere, die noch kaum erforscht sind. Diese Cannabinoide, wie wir jetzt in den letzten Jahrzehnten neu lernen, sind für ganz bestimmte Indikationen und Krankheiten
von faszinierender Bedeutung, sogar für Krebs, wo jetzt die Forschung über den Tierversuch sozusagen hinausgekommen ist und man feststellt, die Cannabinoide töten sozusagen die bösen Zellen, lassen aber die gesunden ganz. Und wenn sich das jetzt in weiteren Forschungen und Versuchen bewahrheitet, dann ist das eine Sensation, weil es das, was wir bei Krebs als Chemotherapie machen, was eben ein paar böse Zellen oder die bösen Zellen zerstört, aber auch noch so viel gesundes Zellen kaputt macht, dass viele Leute nicht an Krebs sterben, sondern an der Chemotherapie. Wenn das sich bewahrheitet, was da jetzt in den ersten Tier- und Labor- und jetzt auch in den ersten Menschenversuchen erforscht wird, es ist noch nicht definitiv, im Internet findet man viel, ja, Krebs hilft, Cannabis hilft gegen Krebs, das ist so ein bisschen voreilig, wir haben noch keine wirklich definitiven Belege, aber ich bin davon eh überzeugt, also mich muss ja niemand von irgendwas mehr überzeugen. Wir haben immer öfter mal ironisch von Wunderpflanze gesprochen, aber jetzt nach über 30 Jahren Beschäftigung mit dieser Pflanze und dem Thema, würde ich sagen, es ist wirklich eine. Ja? Und wir finden Dinge jetzt mit dem CBD, mit dem Cannabidiol, was eben für bestimmte Epilepsieformen wahre Wundermedizin darstellt, die sonst mit pharmazeutischen, traditionellen Produkten der Pharmaindustrie überhaupt nicht zu bekämpfen hat. Nimmt das kleine Kind da, Charlotte, Sie können sich das auch im Netz angucken, da so ein bisschen Paste, die aus diesem CBD-reichen Cannabis gemacht wird und hat ihre Anfälle, epileptischen Anfälle von Hunderten in der Woche auf 2 Monate reduziert dadurch, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Die anderen Medizinen, so ähnlich wie die angesprochene Chemotherapie bei Krebs, hat ja Nebenwirkungen. Und diese ganze Forschung und Entwicklung, die da jetzt in Gang gekommen ist, die muss zuerst in meinen Augen dazu führen, dass wir sofort, und wenn die Kanzlerin irgendwie nicht nur davon reden würde, sie hat das in einer Rede gesagt, ich zitiere das hier am Ende nur, ja, also eher halt im Mittelpunkt steht der Mensch, ja, also so dieses allgemeine humanistisch-humanitäre Salbadern, was Politiker uns ja in aller Regel vorführen. Wenn der Mensch wirklich im Mittelpunkt stehen muss, dann könnte diese Kanzlerin morgen mit einem Federstrich dafür sorgen, dass medizinische Hanfblüten, der ganz normale Hanf, wie er wächst auf jedem Balkon, auf jedem Garten, auf jeder Wiese, dass der für Menschen, die krank sind und die eine Indikation haben und denen der Arzt bescheinigt, die brauchen Cannabis, dass die das verdammt normal auf ihrem Balkon, in ihrem Garten, in ihrem Haus anbauen dürfen. Das kann nicht sein, dass Patienten, Leuten, denen Hanf gut tut, die es brauchen, weil sie Schmerzen haben, weil sie andere schwere Krankheiten haben, dass die auf den Schwarzmarkt angewiesen sind oder auf eine Bürokratie, die bis zu hohen Gerichten führt. Wenn Leute wie Günter Weiglein da nicht gegen Gerichte vorgegangen wären, dann wären wir heute noch, wir müssen dagegen wirklich kämpfen. Und die Patienten sind die allerersten, die das legal machen müssen, dürfen, müssen können und dann kommen wir alle anderen auch. Und ich mache jetzt Schluss, wir haben jetzt kein Saalmikro, ich denke, Sie haben keine Fragen und es ist alles klar. Verlag, kostet 10 Euro und ich würde jetzt gleich, glaube ich, fließend an meinen Nachredner oder Co-Referenten oder wie immer wir das nennen, übergeben, Christian Retsch, der, ja, du redest auch über Hanf jetzt, ja? Aber im historischen Kontext eher. Nee, okay, dann jetzt auf der Bühne Christian Retsch. Eigentlich muss ich ja bis 5 warten, weil das...